Vergebliche Mühe. Ich holte sie aus meinem Glas raus und sagte, schlaf mal deinen Rausch aus. Sie schleppte schwer an ihren Flügeln und taumelte mit letzter Kraft von meiner Fingerkuppe Hügel, hat es bis auf den Tisch geschafft, um trocken wieder einzutauchen und bis zum Tode Bier zu saufen. Und die Moral von der Geschichte? Man rettet Eintagsfliegen nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahreszeiten es bei Ihnen gibt. Bei mir sind es 4 und jede hat ihren Charakter. Der Naturliebhaber. Er lädt sie in den Stadtpark ein und spricht von dem Begehren, den Amselruf, den Finkenschlag, den Knospenknall zu hören. Geweckt vom Frühlingssonnenschein taumeln aus den Verstecken die Falter in den hellen Tag. Er zieht sie in die Hecken und zückt entzückt den Apparat. Endlich, sein Sehnen wird gestillt, bevor er es erwartet hat. Sie präsentiert sich heiß und wild. Da setzt er ab und fordert knapp: Gehst du mal bitte aus dem Bild? Gestrandet. Ich sah ihn auf dem Gummiding, als ich am Strand spazieren ging. Die Wellen gaben seinem Floß mit zartem Glucksen Stoß auf Stoß. Im Wasser schwebten Arm und Bein, die sollten wohl die Ruder sein. Der Skipper schien jedoch zu pennen und sich die Pelle zu verbrennen. Sein Schnarchen klang wie Donnerhall, doch einer hohen Woge Schwall warf ihn ans Ufer, in den Dreck. Er kriegte einen Heidenschreck und musste dann so herrlich lachen. Aus diesem Grund war für mich klar, mit dem will ich im nächsten Jahr gemeinsam Urlaub machen. Vom Lieben und Genießen. Der Apfel fällt mit sanftem Plopp. Nun liegt er vor den Füßen. Er flog zum Glück nicht auf den Kopf, um mich nicht zu verdrießen. Ich mache Apfelmus im Topf und schicke es meinem Süßen, der futtert alles im Galopp und lässt mich herzlich grüßen. Stopp. Traum unterm Baum. Ich wünschte mir zum Weihnachtsfest oft einen anderen Mann, damit ich wie befreit und laut von Herzen lachen kann. So einen, der gut zuhört und mich tröstet, brauche ich. Und wenn mal gar nichts klappen will, lässt er mich nicht im Stich. Nie wütet er, sondern geht still zum Kochen, Waschen, Putzen. Und wenn ich etwas haben will, darf ich sein Konto nutzen. Voll kann er sich entfalten, wenn er dann in den Keller steigt, wo er beim Klobenspalten besonders rohe Kräfte zeigt. Mir reicht's nach 3, 4 tollen Tagen, denn so viel pures Weihnachtsglück schlägt mir allmählich auf den Magen. Ich tausche den Mann zurück.